Dieses Logo auf einem 3,5 Tonner hat es bisher noch nie gegeben. Also noch eine Premiere hier auf der IAA 2016, der MAN TGE. Wenn ihr euch jetzt denkt, der TGE, der kommt mir vielleicht etwas bekannt vor, dann mag das daran liegen, dass es das Schwestermodell des VW Crafter ist. Warum hat MAN hier den Crafter quasi unter einem eigenen Brand in der Product Line? Das haben wir MAN selbst gefragt. Haben wir schon oft von unseren Kunden Frage bekommen, warum wir keine Transporter anbieten. Wir haben viele Kunden, die heute schon an Transporter fahren. Speditionen oder auch Logistikdienstleister haben auch Transporter 3,5 Tonner Paketverteiler im Portfolio. Bauunternehmer haben auch einen 5 Tonner Kipper beispielsweise. Busunternehmer fahren auch Minibusse. Zum anderen ist natürlich diese Abrundung durch den TGE hier die perfekte Erweiterung für die MAN als Full-Range-Anbieter. Das heißt, wir können jetzt von 3,0 bis 44 Tonnen unseren Kunden das gesamte Produktportfolio anbieten. Das Produktportfolio des TGE ist sehr umfassend. Wir haben alle Modelle da, alle Varianten, Normalkabine, Doppelkabine, Kastenwagen, Kombi, verschiedene Radstände, verschiedene Dachhöhen, haben Automatikgetriebe, Schaltgetriebe, leistungsstarke Motoren, eigentlich alles da, was der Kunde jetzt braucht. Und so haben wir wirklich auch unter 7,5 Tonnen jetzt das ideale Portfolio für unsere Kunden. Wir haben keine Einschränkungen über den Crafter. Im Gegenteil, wie beim MAN TGE haben sogar den Notbremsassistenten serienmäßig mit eingebaut. Das heißt, in schwierigen Situationen in der Innenstadt, wenn mal der Fahrer nicht aufpasst, bremst das Fahrzeug der TGE automatisch ab, zur Not bis auf null runter, falls der Fahrer nicht reagieren sollte. Das heißt, hier leisten wir einen großen Beitrag zur Verkehrssicherheit und auch reduzieren damit natürlich auch bei unseren Kunden die Kosten. Eine der Stärken der MAN neben der Beratungsqualität und der Servicequalität ist natürlich auch die Kompetenz beim Aufbauherstellermanagement. Diese werden wir auch übertragen von den Schwer-LKWs auf den TGE runter. Das heißt, ab Produktionsstart werden wir verschiedene Komplettfahrzeuge anbieten. Wir werden Kipper haben, Aluminiumkipper, Stahlkipper. Wir werden Trockenfrachtkoffer haben, wir werden Pritschen haben, wir werden Tiefkühlkoffer haben, Frischdienstkastenwagen. Alles das gibt es ab Werk. Und dafür gibt es auch eine Finanzierungslösung. Und zusätzlich ist es auch so, dass unsere Werkstätten auch die Aufbauten servicen und reparieren können. Das heißt, Sie bekommen bei MAN alles aus einer Hand. Das Fahrzeug, den Aufbau, die Finanzierung und auch den Service. Also wirklich ein Komplettfahrzeug. So wie es ausschaut, hat man sich hier bei MAN schon sehr viel Gedanken zum TGE gemacht, sich sehr intensiv damit befasst, das Ganze auch wirklich als eigenen Produktbereich wirklich zu forcieren. Erhältlich soll er sein bei den Händlern ab Frühjahr, Frühsommer. Ansonsten, mich interessiert mal eure Meinung zu dem Konzept 3,5 Tonner von MAN. Schreibt es uns in die Kommentare, was ihr dazu meint. Bauforum 24 TV. Construction in Motion.